Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, ich bin mal wieder hier an der Stelle, wo wir das letzte Mal nicht aufgehört haben, sondern wo ich runtergekracht bin. Bin also jetzt mal hier über dieses Loch dann darüber gesprungen. Es war nicht so schwer. Ja, bin dann jetzt hier angekommen. Also wenn man ein bisschen konzentriert vorgeht, gar kein Problem. Und jetzt sind wir hier an der Stelle und können hier... Oh, geil. Geisterflammenfackel. Ein Schild, was? Okay, was ist das denn? Ja, dann machen wir das Ding mal weg. Wird als Schild geführt. Schlag, Fackel, nee. Aber da stand ja Schild. Eigentlich die Einordnung Schild. Okay. Magisch löst Frost aus. Krass. Und das ist immer nicht schlecht, oder? Eine Fackel mit Frost drauf, mit magischem Schaden. Gar keine so schlechte Waffe, finde ich irgendwie. Diese Metallfackel mit kalter Geisterflamme gehört den Falkensturzrittern, die sich an unterirdischen Flüssen herumtreiben. Als im Laufe ihrer langen Suche die letzte Glut verlosch, verbannten sie die Gebeine ihrer Gefährten. So erhielten sie zwar die kalte Geisterflamme, besiegten aber auch ihr Schicksal als Kreaturen des Untergrunds. Jo, mal die mal mit. Achso, kann ich nicht führen mit meinen... Ach, Weisheit fehlt ein bisschen. Ja, aber das machen wir noch. Das ist keine schlechte Waffe eventuell. So doof das jetzt klingt. Sehr leicht. Drei Schadensabdeckungen drin, noch eine vierte ist möglich über hier die Kriegsasche. Ja, warum nicht? Kann schon mal geil sein. Ja gut, dann machen wir das nochmal weg. So, dann können wir hier noch so ein bisschen was looten vielleicht. Ich mache mal noch die Lampe an hier und dann geht's weiter runter und jetzt stelle ich mich mal hoffentlich nicht so blöde an. Man weiß es nicht. So, da unten waren wir wohl schon, oder? Ja, das ist die Stelle, wo die ganzen Viecher da am Start sind. Hier unsere Tränen, das war eigentlich alles kein Problem. Hallo, triffst du auch mal? Ja, das war eigentlich alles kein Problem, wenn man nicht getroffen wird, wenn man gerade über die Schlucht springen möchte. Objekt voraus. Ja, ich werde das wohl schon gesammelt haben, nehme ich mal an. Silbertränenhülle habe ich oben schon gefunden. Ist, ja, einfach so ein sammelbares Teil. So, und dann gehen wir mal weiter hier runter. Wunderschön. Ja, die geben auch richtig XP, die Viecher, ne? Da oben waren wir, glaube ich, auch schon. Ich gehe nur sicherheitshalber nochmal hoch, weil ich so ein bisschen was vergessen habe jetzt im Verhältnis zum letzten Part. Ja, Schaden stimmt auf jeden Fall. Jetzt kriege ich komischerweise weniger XP. Warum habe ich jetzt einmal so krass XP bekommen, dann wieder wenig? Jetzt kriege ich wieder viel. Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind die unterschiedlich stark oder sowas. Da wieder wenig, keine Ahnung. Oder sie haben irgendjemanden gekillt hier, das kann alles möglich sein. Ja, ich glaube, hier waren wir schon, da bin ich unten da an diesem Loch, bin ich runtergekracht, ne, weil der mich da getroffen hat. Das war der Typ hier rechts, wenn ich mich da richtig erinnere. So, der hat dann gemeint, er müsste mich da mal wegpieksen, das war ziemlich uncool. Ja, da ist mein, da sieht man auch schön eine Blutlache liegen. So, hier, ich hole mir mal Heilung oder was auch immer. Was geht denn hier ab? Oh, das hätte auch schief gehen können, wenn ich jetzt in die falsche Richtung gerollt wäre. Das wäre so typisch gewesen irgendwie. Warum geben die so krass unterschiedlich XP? Keine Ahnung, ich will ein Leuchtfeuer haben. Ich möchte hier nicht wieder runterlaufen. Ja, habe ich meinem Arbeitskollegen auch drüber gesprochen. Habe da gesagt, ja, ich habe mich da peinlich angestellt. Bin da ein, zweimal runtergekracht und so. Und dann meinte er nur, ja, ja, kennt er. Also so ähnlich halt. Dass er froh war, als er unten dann das Leuchtfeuer gefunden hat. Und da bin ich mal gespannt, wann wir das machen. Das sollte ja dann demnächst mal der Fall sein. Vielleicht hier vorne in dem Turm oder sowas. Werden wir sehen. So, wunderschön. Ach, die XP, die ich verloren habe, die tun mir echt noch richtig weh. Ein ganzer Level-Up haben wir da verschwendet, ey. Heranwachsender Schmetterling. Ja, und natürlich habe ich zig Ausreden für die letzte Folge, was da passiert ist. Ne? Das Gras war hoch, ich war müde und so weiter. Ja, aber ja, heute bin ich auch ein bisschen müde, aber nicht so stramm müde. Also heute sind die Ausreden ein bisschen gemäßigter. Und das da vorne sieht tatsächlich gut aus, sehr schön. Das da vorne. Ah, das sieht gut. Ach, sieht immer noch nicht gut. Immer noch keine Gnade, ganz genau. Ganz, ganz genau. Krummfingermedizin. Ja, mal online mal wieder mit irgendwelchen Leuten zusammenspielen. Ich würde es echt gern machen, aber irgendwie funktioniert das echt nur mäßig. Weil es sind echt wenig, also ich habe das versucht, habe ich ja glaube ich im letzten Part schon thematisiert da. Jetzt ist das Spiel halt so weit aufgefächert und die Levelunterschiede so groß, dass man kaum noch Mitspieler findet und so. Außer halt an gewissen, ganz besonderen Stellen wahrscheinlich.
Gerade so bei krassen Endbossen oder so. Aber so Secret-Wege, das kann man irgendwie vergessen. So, jetzt sind wir... Ja, hier gab es einen Toten. Ja, ich denke, wir sollten hier runterspringen. Da ist der Abstand nicht so groß, glaube ich. Und wir können ja das Item wieder nutzen, das nur manchmal was bringt. So, sollte ich überleben. Laut Item. Danke, Spiel. Ey, guck mal, das ist doch jetzt ungefähr... Was seid ihr für Viecher? Die haben auch diese Geisterfackel da am Start. Ja, das ist doch ungefähr jetzt den Weg, den wir auch... Na, nicht ganz, aber ungefähr, den wir da bei diesem anderen Palast da auch runtergefallen sind, bei Gurang. Das war auch jetzt nicht so viel weiter. Und dort bin ich dann gestorben. Ist auch... Naja, muss man nicht immer alles verstehen. So, irgendjemand zappelt da hinter mir rum. Oh, und der hat sogar rote Augen. Sehr schön, gib mir XP, traumhaft. Ja, wir sollten auch ein bisschen XP noch auf der Bank haben, die wir sinnvoll nutzen können. Mega nice. So, jetzt gib mir bitte irgendein Feuer und eine schöne Farmstelle und was weiß ich was. Ah, stimmt, habe ich gesagt, dass ich noch irgendwie Gnade voraus. Jetzt bin ich irgendwie erschrocken. Irgendjemand ist da anscheinend runtergefallen oder sowas. Oh, die, ja genau, Frostschaden. Klar, logisch, durch die Fackel oder was die auch immer da machen. Ah, die ballern jetzt. Ist das hier so ein Frostgebiet? Kann das Nokron, ewige Stadt, Frost? Hm, könnte sein, dass das hier so die Thematik ist. So, tschüss. So, da gehen wir mal weiter. Da hinten liegt noch was rum anscheinend. Achso, ne, ist der Pfeil gewesen. Aber da liegt trotzdem noch was rum. Material, Silbertrennenhülle. Jo, werden wir auch für irgendwas brauchen können. Ich muss natürlich bald mal wieder in die Objektherstellung reinschauen und dann gucken, was wir für was nutzen können. Gut gemacht. Absolut. Traumhaft. Preiset Gnade. So ist es. Endlich. Ey. Fester Boden unter den Füßen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hätte ich genug Runen am Start, um irgendwas zu kaufen? Also Quatsch, um mich aufzuwerten oder so? Zu kaufen, Alter. Wo bin ich dann gerade? So gehirnmäßig. So. Macht das Sinn, da oben die Viecher zu farmen? Nee, ne? 1400 maximal. Warum liegt da immer noch Loot rum? Hab ich den eben nicht geholt? Ja, geht denn da ab? Bin ich so blöd? Bin ich so verblödet? Tatsächlich. Ja, es gibt auch noch Fleisch, das haben wir ja auch gefunden. Also verschiedenstes Fleisch, das unterschiedliche Immunitäten anscheinend auch noch aufweist. Ja, und was ist hier links unten eigentlich? Ist da was? Ein merkwürdiger Schimmer? Schön, wie ich aussehe, oder? Ist schon ein merkwürdiger Schimmer, finde ich. Okay, aber es wäre mein Tod, wenn ich dem jetzt so vertraue. Ja, und hier liegt jetzt das Item wieder. Habe ich eben das Item da nicht eingesammelt, oder hat das Ding respawn? Das kann doch nicht sein, oder? Ich habe das doch eben eingesammelt. Bin ich so verrückt schon? Bin ich schon so Banane in der Birne, dass ich es eben nicht eingesammelt habe? Kann echt sein, was weiß ich. Jo, bin ich. Haha. Jawohl, und da greift... Och, nee. Ich wollte dem... Boah, was mache ich denn da? Ich wollte den anderen eigentlich backsteppen, aber... Ja, oh, Mann, ey. Ich habe in letzter Zeit echt die Seuche, ey. Was ich da für ein Schrott spiele und auf welche bescheuerten Ideen ich komme. Statt einfach weiterzulaufen, mache ich jetzt so einen Quatsch hier. So, und leg mich da immer wieder mit den leichtesten Gegnern ever an. Da, komm. Konzentrier dich mal wieder ein bisschen. Das ist ja unfassbar, ey. Kann man sich gar nicht angucken. Ach, da war ja irgendwo noch ein Loch. Aufpassen, Monty. Da war ein Loch irgendwo. So, tschüss. Ja, das macht auch keinen Sinn. So farmtechnisch. Ich habe nur gedacht, vielleicht lassen die mal irgendwas Sinnvolles fallen oder sowas. Bis jetzt ist da nicht zu erkennen. Aber die Silberträne-Hülle da, die ist immer wieder hier am Start. Falls die irgendwie wichtig ist, könnte man die so halt super leicht farmen. Immer da um die Ecke rennen und holen. Klingt für mich irgendwie wertvoll, aber kann auch sein, dass es der absolute Bullshit ist. Weiß ich nicht. Nokron, die ewige Stadt. Yay, yeah, da sind wir da. Visionen von Chaos voraus. Traumhaft. Was muss ich jetzt hier machen? Um was geht's jetzt hier? Ich sollte hier eigentlich irgendwo Blade dann treffen, oder? Der hat ja gesagt, er ist mit mir hier am Start. Vorsicht vor Gegner. Dem da.
Hat ein nices Schild eventuell, was auch immer er hier treibt. Ist das gut, das Ding? Oh, Feigensturz-Turmschild. Nice. Könnte ja eventuell gut sein. Hier geht's auch noch weiter, hätte ich jetzt fast gesagt. Und von da hinten kam ich, ne? So, gucken wir uns noch ganz kurz das Schild an. Gehen wir mal hier drauf. Feigensturz-Turmschild. Ziemlich schwer. Zu schwer für das, was es mal... Wobei, es hat schon recht gute Werte. Jo, kann man... Na, also ungefähr gleiche Werte wie das Eclipse-Schild hier. Das Eclipse-Schild ist aber ein bisschen leichter. Jo. Verhältnismäßig ähnlich, sage ich mal. Großschilde haben hohe Schadensresistenz und können Angriffe mit Leichtigkeit abwehren. Ja, warum steht das dort mit... dann extra so dabei. Wundert mich. Naja, sagen wir einfach mal, das ist egal. Ja, nice. Vielleicht ist es wirklich noch etwas besser. Könnte sein. Naja, egal. Lassen wir jetzt mal so. Wegen dem Satz, der da drin steht. Aber ich glaube es nicht. Das andere ist ja einfach auch ein Großschild. Hat nur die Beschreibung nicht dabei. Da ist denen nicht mehr eingefallen dazu, außer halt die allgemeine Beschreibung dazu zu packen. So, und jetzt schauen wir uns hier richtig um. Ich habe kein Loch mehr, was mich besiegen kann, wo ich reinfallen kann oder sonstiges. Jetzt werden wieder normal die Gegner weggemetzelt und ein bisschen XP gefarmt. Wunderschön, und dann kommen wir auch mal weiter und so fort. Ja, kann ich hier ins Wasser jumpen? Denke ich mal auch nicht, ne? Aber wir probieren es mal. Nee. Ja, das würde mich noch interessieren, wenn ich eine höhere Geschicklichkeit habe, ob ich dann wirklich deutlich weniger Fallschaden bekomme und gewisse Stellen dann auch vielleicht überleben würde, ob das so sich dann doch berechnet. Ich habe davon zwar nie gehört, aber es könnte ja natürlich sein. Kein Feuer, nix halt. So, dann haben wir hier die rechte Flanke uns mal angesehen, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass hier noch was ist. Was soll das hier überhaupt? Der verlassene Händler, da ist ja hier oben relativ wenig. Gehen wir dann nur über diese schmalen Pfade, die wir dann von weitem mal gesehen haben oder was? Keine Ahnung, wir werden es sehen. Jetzt hauen wir mal alles platt. Gab es hier noch einen Fahrstuhl? Ist das hier ein Fahrstuhl? Die ist immer brennen. Das ist schon nicht schlecht. Das gibt einem immer schon noch so eine gewisse Phase, wo man nochmal Damage machen kann. Das ist schon nicht verkehrt hier. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch eine schnelle oder auch die langsame Waffe ist eigentlich schon super damit. Muss man schon sagen, hier hat man immer dann den nächsten Schlag eigentlich safe im Ziel. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Gefällt mir. Auch wenn der Damage dann wahrscheinlich insgesamt etwas weniger ist, aber dafür sicherer. Bin ich dabei. Aha. Klangperle des Geistertal-Lilienpflückers. Das könnte sehr wichtig sein, weil damit können wir höchstwahrscheinlich dann unsere Geister da... oder die Geistertal irgendwas kaufen. Konnte ich das nicht eh schon? Gut, das wäre jetzt wertvolles Objekt voraus. Da gucken wir doch mal rein. Wertvolles Objekt. So, tschüss. Bist du ein wertvolles Objekt? Dunkelschmiedestein 4. Sehr schön, das ist ein wertvolles Objekt. Sonst noch was? Nee. Ich würde trotzdem dann ganz gern mal in meinen Hub zurück und mir kurz diese Perlen, diese Dingens da angucken. Ich kann ja hier hin irgendwann nochmal zurück. Genau so, den da. Das möchte ich mir angucken und diese Klangperle da abgeben. Mal gucken, was abgeht. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe noch von einem anderen Händler hatte ich noch eine Klangperle dabei. Alles schön fürs New Game Plus und so. Hier, das Geistertal, Lilienpflückers. Ja, machen wir es erstmal nomadischer Händler. Das wissen wir aber noch, was das war. Und jetzt hier Geistertal-Dingens. Sondern der dürfte ja ganz normal hier aufgeführt werden, oder? Geistertal-Lilie. Gräbertal-Lilie. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche dazu kamen. Auf jeden Fall können wir... Achso, ruhmreiche Aschen können wir da jetzt aufwerten. Ich glaube, die sind neu, oder? Ja, war ja auch Geistertal-Lilie wahrscheinlich. Ich hätte es solle mal die Beschreibung lesen. Ich habe ja das Ding jetzt nicht mehr. Ja, aber so wird es wohl sein, oder? Können wir die mit 1, 2, 3 da aufwerten. So,
So, die Gräbertallilie, Geistertallilie, jo. Da wird jetzt schon einiges gehen. Habe ich aber noch einige im Sack. Wunderbar. Sonst war das ja nirgendwo, oder? Nee, das war der Kram. Jetzt können wir halt die Geistertallilien da verstärkt kaufen. Oh, nice. Warum nicht? Bin ich dabei? Finde ich schon cool. Also Dunkelschmiedesteine können wir jetzt ein paar kaufen. Normale Schmiedesteine, da bräuchten wir wirklich mal mehr. Das wäre ganz geil. Also es wird sich dann allmählich dann hier so verbessern. Und jetzt können wir halt die ruhmreichen Aschen da hochziehen. Wunderbar. Traumhaft. Ich guck mal gerade, ob das irgendwie Sinn macht, ob ich irgendwelche Aschen gerade mal hochziehen möchte. Wir haben ja die von Radan, die Soldaten da noch mit dabei gehabt. Die waren aber... Die müsste ich auch mal testen eigentlich. So wirklich... wo laufe ich denn hin? Die müsste ich wirklich mal testen. Das wundert mich gerade da was. Ah, die haben unterschiedliche Dinge in der Hand. Oder? Das ist mir nur gerade jetzt aufgefallen. War das schon immer so? Weil die haben dann nichts in der Hand oder sowas, diese Säulen da. Ah, das ist aber, glaube ich, nur ein optisches Detail. Irgendwelche Leute werden da wieder irgendwelche Story dazu packen. Keine Ahnung. Oder dazu sich überlegen. Ich nicht. Dafür bin ich echt nicht kreativ genug. So, die könnten wir jetzt da hochziehen mit der Gräbertallilie 4. Ja, und hier mit 1, 2, 3 können wir halt jetzt richtig reinhauen, wenn wir da was haben. Hier Geistertallilie. Die ganz normale halt. Kann man dann irgendwelche Leute da hochziehen. Ich habe halt noch nicht wirklich geile. Die ist halt ganz gut, muss ich sagen. Kriegsmagier, Juges habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Ja, da hat mir ja die FP und so haben mal immer gefehlt, ne? Na, apropos FP, ich sollte vielleicht auch meine große Rune wieder ändern, wenn ich die dann dazu packe. Ich bin noch in dem Levelbereich, wo wahrscheinlich die große Rune von Godric einfach besser ist als die von Radan. Gucken wir mal gerade, große Rune, dass ich das mal ausgetauscht habe. Jetzt hier erhöht maximale LP, FP und Ausdauer ist dann natürlich stark, wenn man im Mid-End-Gebiet sagt oder Mid-End-Level ist. Wenn man alles schon so am Mid-Cap oder wirklich am Cap hat und dann nochmal die LP steigern kann und so. Aber hier kriege ich halt alle Werte um 5 erhöht. Da habe ich die LP, Ausdauer und alles mögliche dabei. Plus Weisheit, plus Objekterkundung, plus Resistenzen und so weiter und so fort. Also ist das, denke ich mal, jetzt schon noch besser, aber irgendwann halt nicht mehr. Gut, egal, gehen wir nochmal zurück. Also wie gesagt, jetzt können wir unsere Geister da krasser aufwerten. Ups, jo. Nee, wollte ich auch gar nicht. Ich wollte hier irgendwo hin. Ufer des Jofra, nee, Bodenbrunnen, Nokron, die ewige Stadt. Da wollte ich hin. Ja, jetzt war ich doch ein bisschen geizig, um da jo, manche Geister so hoch zu leveln. Das werde ich dann irgendwann mal auf Kamera machen. So, jetzt können wir wieder hier rausrennen und können uns dann hier noch ein bisschen umsehen, beziehungsweise das dann in der nächsten Folge dann weiterführen, den ganzen Spaß hier. Bin ich mal gespannt, was hier oben dann noch abgeht. Das sollte ja irgendwie ein oberer Bereich sein. Hier haben wir auch wieder so eine Silberträne da. Da auch wieder. Da hinten habe ich mich ja dann genügend umgesehen. Die Typen da haben wir ja eben schon mal platt gemacht. Ach, da werft ihr einfach da los. Das ist aber nicht fair. Ja, dann werden die wohl echt für Kills gesorgt haben, die Jungs. Ah, da ist auch wieder einer mit so glühenden Augen. Wird auch für einen Kill gesorgt haben. Ja, anscheinend bin ich hier relativ spät oder so. Es macht irgendwie aber keinen Sinn, dass ich hier so spät bin. Ah, Geisterflammenpfeil. Schön, der wird wahrscheinlich Frost machen. Jetzt von der XP, die ich hier bekomme. Es ist irgendwie echt merkwürdig, wann man hier viel, wenig, was auch immer für XP bekommt. Ist schon ganz komisch manchmal. Naja, egal. Ich nehme es jetzt so, wie es ist. Hauen wir die weg. So, das haben wir uns ja angesehen. Da hinten in dem Gebäude liegt noch irgendwas drin. Hier haben wir uns ja umgesehen. Dieser Turm da, keine Ahnung, was mit dem los ist. So, diese Silbertränenhöhlen scheinen nicht sonderlich, wie soll ich sagen, rar zu sein, denn die gibt es hier überall. So, machen wir den noch weg. Schnipp, wunderbar. Ein Träumchen. Oh, Gold-Tausendfüßler. Und eine Larventräne zum Umskillen. Yeah, traumhaft. Kann ich dann irgendwann vielleicht auch nochmal machen, wenn ich das denn wollte. Mal Richtung Magie-Skillen mit Magie da rumbrettern. Wäre vielleicht auch nice.
Ja, ich glaube echt, dass ich bald mal wieder auf Arkanenergie und so weiter setze. Keine Ahnung. Wenn man natürlich, es wäre natürlich einfach, ach nee, Weisheiten, so möchte ich ja auch noch hochziehen, dass wir verschiedene Waffen dann mal testen können. Ach, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Stärke war, glaube ich, auch noch ein, zwei Punkte, die wir reinsetzen wollten. Kondition war eigentlich schon an einem ganz guten Wert, guten Punkt. Aber es ist schon schön, wenn man wieder festen Boden unter sich hat. Ich habe halt Höhenangst, was soll ich machen? So, da konnten wir ja rein und auch noch diese Dunkelschmiedestein-Geschichte da finden. Ja, müsste ich vielleicht auch die ein oder andere Waffe mal hochziehen. Das werden wir demnächst dann noch machen. Noch ein, zwei Waffen hochziehen, auch mal testen und so, dann vielleicht wieder hier die Waffe weglegen. Wir haben ja auch schöne Waffen gefunden, Flammenberge, legendäre Waffen und so weiter. Stimmt, da muss ich noch was im Stärkebereich machen. Hier haben wir uns, glaube ich, noch nicht umgesehen. Ja, hier gibt es auch Lilien ohne Ende. Sehr schön. So, wunderbar. Ein Träumchen. Ja, und so kann man natürlich dann da alle möglichen Geister schön hochziehen. Kein Problem. So. Ist hier noch was Sinnvolles? Da chillen sie auch noch rum. Schmiedestein 5. Ich glaube, den habe ich auch noch. War das der, den ich gebraucht habe? Oder war das 6 oder so? Ne, 6 war es, glaube ich, hier für die Waffe, ne? So. Asche der, oh, der Großschildsoldaten. Das ist natürlich auch nice. Die werden wahrscheinlich tanky sein hoch 10, ey. Das ist natürlich auch witzig. Stimmt, das wollte ich eigentlich noch machen. Hier so ein paar Asche testen und so. Ja, F, ja, die FP müssen wir auch noch hochziehen. Oh, wir müssen doch noch so viel hochziehen. Egal, keine Ahnung. Ja, dann machen wir hier an dem Punkt im nächsten Part dann weiter. Ist auf jeden Fall recht nice. Ich bin echt froh wieder, wie gesagt, festen Boden unter meinen Füßen zu haben, zumindest mal stellenweise. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Diese ganzen Jump'n'Run-Einlagen sind wir schon gehörig auf den Wecker gegangen. Ja, und dann machen wir hier an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.